Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu Bus Simulator. Mit dabei ist der liebe Batix aus Batix. Servus Tiger. So. Letzte Folge hat Batix endlich genug Geld verdient für den neuen Bus. Bin ich gespannt, wir brauchen. Auch gleich holen. Ja, wir brauchen mindestens 20%, wo Elektro sein müssen. Damit bin ich gar nicht einverstanden. Also wird wahrscheinlich einer nicht reichen. Ich fahre noch ein bisschen weiter die Route und schau, dass ich mal Zahl da krieg. Ja, ich mein's ja auch noch zu Ende, dann hole ich den Bus. Ja. Ja, wobei wir brauchen ein paar neue sowieso, aber die Elektro sind so teuer. Was war das jetzt gerade? Nix. Ich biege ab in Richtung meiner Bushaltestelle und dann steht da auf einmal ein Bus, wer ist hier reingekracht. Hab's aber noch geschafft ohne. Dummer Wichser, muss da jetzt aussteigen, niemand. Einen Einzelfahrschein, bitte. Es ist schön, ab und an aus der Stadt zu kommen. Die Luft hier ist viel besser. Hallo? Ja? Hallo? Was ist das jetzt? Fahrkarte? Du redest gar nicht mit mir. Hallo? Möchten Sie einsteigen? Nö, der hat keinen Bock auf dich. Ja, denke ich mir gerade auch. Blockiert aber auch einen anderen Fahrgast. Aber ich kann den auch nicht reinbitten. Dann halt nicht. Rolli, jetzt bist du auch weit gekommen. Leck mir am Arsch. Ja, ich hab Zahltag. Gut, ich bin auch gleich fertig hier. Ja, möchte ich auch, aber Corona erlaubt nicht. Was möchte? Zu einem Konzert gehen. Da fühle ich mich wieder jung. Ja. Immer noch das gleiche, ein Fahrgast muss aussteigen. Ich hab den gerade aussteigen lassen. Wollten wir vorne aber auch. Meine Tochter arbeitet bei Samsoft. Ihr gefällt es doch nicht so gut. Ja, was kostet so ein Elektrobus? 93.
Das war der billigste, oder? Ja, von Mercedes. Ich kann ja gleich nochmal gucken, bin gleich fertig. Tschüss. Guck mal, dass du den aber jetzt auf einer bestehenden Route wenigstens einsetzt. Der Wind hat mir die Frisur komplett ruiniert. Wie meinst du? Auf einer bestehenden Route. Nicht eine neue Route für den jetzt erstellen. Wir haben schon genügend ohne. Ding. Ja, schon klar. Danke. Hallo. Dinge machen süchtig. Oh, Fahrgartenkontrolle. Moment. Ah, hier. Was? Ach so. Wo hab ich denn? Und hier. Schwarzfahrer. So. Da gibt es von BYD auch noch ein Elektro 83.000. Okay. Mit einem Bus haben wir die 20% noch nicht erreicht. Ja. Ich glaube, M1 gibt es zum Beispiel gar keinen. Ja. Für unbedingt den. Gunner gibt es auch, aber können wir noch nicht holen. Kostet aber viel mehr. Ja. Eine Fahrkarte bitte. Von Volvo gibt es zum Beispiel auch eine Elektro, aber der kostet auch 400.000. Ja. Augenblick und Schwarzfahrer. Na klar. Ach, was soll's. Oh, Augenblick. Hier. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Nein, ich will mich da nicht hinsetzen. Hier ist sie. Hier noch ist mal. Die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Clancy. Hier, bitte. Sie waren den schon bei mir. Schon. So. Nächster Halt, Humboldt Street. Oh, Stau. Alter, das Ding zieht dir mal ganz kurz auf 50. Ja. Abzug sind sie geil, die Elektro. Alter. Pff. Der Bus ist geil. Ich will den langen davon. Der Bus ist so praktisch. Gestern bin ich auf ein Käffchen zu meiner Freundin gefahren. Sie hatte auch Kuchen gebacken. Der war köstlich, sag ich Ihnen. Margarete meinte, man muss einfach die Schokolade temperieren. Aber ich habe in meinem Leben genug. Alter, wie krass es ist. Ich weiß, dass die Frische der Eier entscheidend ist. Der geht an wie eine Rakete, heilige Scheiße. Der perfekte Kuchen ist fluffig wie eine Wolke. Hören Sie mir überhaupt zu? Alter, das Ding ist krank. Das ist echt... Boah. Alter! Was ist das für ein Typ, Alter? Der fällt die ganze Zeit in mich rein.
Und ich muss die Kosten zahlen, Alter. Ja. Bisschen rot, mehr oder weniger. Wir können uns kein Rot leisten, wir müssen unser Imperium weiter ausbauen. Ich weiß auch gar nicht, was ich meine. Scheinen wir schon mal ein Akku. Ja, ja. Aber so siehst du ja nichts, wenn der Jaben Wischer nicht anhast. Mhm. Die machen solche bindenden Geräusche. Wisch, wisch, wisch. Ich glaube, es ist aggressiv. Ja, genau so. Ich muss raus. Kann ich bitte Hi. Nur hin, bitte. Also, ich fahre schon 80. Und gleich kriegst du ein Ticket wegen zu schnellem Fahren, oder? Danke. Nein. So blöd. Alter. Gib mal bitte das Fenster. Der nächste Mittelfinger. Ausschalten oder aussteigen. Wir haben eine Fahrkarte. Nicht so. Da ist die Lichterkette dran. Ja, so. Ich sehe dich übrigens. Mich? Nein, dich nicht. Das ist so ein anderes Hampelmännchen, was hier in meinem Zimmer rumhampelt. Komm hier. Sei jetzt die Scheiße. Es geht hier gleich gar nichts mehr. Thank you.
bis zum nächsten Zolltag, dauert ja noch Wochen. Hi. Hallo. Ja. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Du musst helfen. Ui, da war grün. Für die Ampel, die hat mich nicht gesehen. Oh. Warte. We'll see. Nö. Ich lasse mal auf, wenn meine Briefe hier voll zum Schreiben. Ja, die kann ja nicht reden, die schreibt lieber meine Briefe voll. Oder irgendwelchen Sätzen. Ja. Wehe, du machst da, schreibst auf das Poster was drauf. Soll die gerade auf mein schönes Motorradposter was draufschreiben. Andere Seite. Hör auf! Dann musst du leider sterben. Ich fahre viel zu schnell, aber macht Spaß. Das muss ich auch noch machen. Alter, ich fahre fast 100 mit dem Ding. Was ist mit dem Ding los? Ich fahre wirklich fast 100 mit dem Bus. Tja. Der zieht und zieht und zieht und zieht und zieht. 100. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? 110. So, Senioren. Hallo. F15 blockiert da. Danke. Kannst du mal meine Uhr in Ruhe lassen? Oh, nö. Du kriegst die Uhr nicht. Bei irgendwas hänge ich jetzt. Bitte nicht. Kannst du vielleicht mal aufhören, meine Uhren auszupacken? Klappt's, oder?
Yeah, Zahltag. Ja, ich habe auch gerade bekommen. So Leute, an dieser Stelle war es wieder mit unserem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wer neu ist, abonnieren, aktiviert die Glocke. Schaut auch beim Batix vorbei, Link wie immer in der Videobeschreibung oder direkt über mir auf Batix sein Logo, auf das B klicken, dann kommt ihr zum Batix auf dem Kanal. Schaut auch bei dem vorbei, abonnieren, liken bei ihm. Würde uns mega freuen, wenn ihr uns unterstützt. An dieser Stelle, Servus. Servus.